Good morning. Guten Morgen. The Norwegian Nobel Committee das norwegische Nobelkomitee hat beschlossen, den Friedensnobelpreis 2015 an the Tunisian National Dialogue Quartet for das tunesische Quartett to the building of a pluralistic democracy in Tunisia in the wake of the zur Errichtung of 2011. Einer echten Demokratie the nach der Der Protest entstand im Sommer 2015, als der Demokratisierungsprozess gefährdet war und ein Scheitern drohte infolge der politischen Morde und der sozialen Unruhe. Peaceful political process Aber es wurde ein alternativer, friedlicher Prozess auf den Weg gebracht zu einem Zeitpunkt, wo das Land am Rande des Bürgerkriegs stand. Und insofern waren die Preisträger in der Lage, Tunesien dazu zu bringen, eine verfassungsmäßige Regierung einzusetzen und die Grundrechte für die gesamte Bevölkerung zu gewährleisten, unabhängig von Geschlecht, Religion oder Überzeugung. Das nationale Dialogquartett umfasst 14 Gesellschaften der Zivilgesellschaft, den Gewerkschaftsbund, den Arbeitgeberverband, die Menschenrechtsliga und den tunesischen Anwaltsverband. Diese Organisationen vertreten unterschiedliche Werte in der tunesischen Gesellschaft, im Arbeitsleben, im Sozialen und Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte. Auf dieser Grundlage hat das Quartett eine entscheidende Rolle, um die friedliche Entwicklung in Tunesien voranzutreiben, auch mit großer Moral. Autorität. Der Friedensnobelpreis 2015 wird an dieses Quartett verliehen, nicht an die einzelnen vier Organisationen. Der arabische Frühling nahm seinen Ausgang in Tunesien in den Jahren 2010 und 2011 und breitete sich dann schnell in Nordafrika und im Nahen Osten aus. In vielen dieser Länder ist der Kampf für Demokratie und Grundrechte inzwischen zum Stillstand gekommen oder hat auch Rückschläge erlitten. Tunesien hat aber den demokratischen Übergang bewältigt auf der Grundlage einer blühenden Zivilgesellschaft und der Achtung der Menschenrechte. Ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Lösung der Entwicklung in Tunesien, die in den Wahlen im letzten Jahr mündete, bestand auch in der Arbeit dieses Quartetts. Es hat seinen Beitrag geleistet zur Beförderung des Verfassungsprozesses unter der Bevölkerung. Das Quartett hat den Weg bereitet für einen friedlichen Dialog zwischen den Bürgern, den politischen Parteien und den Behörden und hat dazu beigetragen, Lösungen zu finden, die auf dem Konsens basieren für eine ganze Reihe von Fragen, auch über politische Unterschiede hinweg. Der nationale Dialog, den das Quartett begründet hat, hat der Ausbreitung von Gewalt in Tunesien einen Einhalt gebietet. Und insofern entspricht es auch dem Vermächtnis von Alfred Nobel. Die Entwicklung in Tunesien seit dem Fall des autoritären Regimes im Januar 2011 ist einzigartig und bemerkenswert aus einer Reihe von Gründen. Zunächst einmal zeigt es, dass politische Bewegungen, die etabliert sind, auch zusammenarbeiten können, um im besten Interesse des Landes eine Lösung zu finden. Das Beispiel Tunesiens unterstreicht den Wert des Dialogs und das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit in einer Region, die von Konflikten geprägt ist.
zweiter Grund. Die Zivilgesellschaft und ihre Institutionen und Organisationen haben eine entscheidende Rolle gespielt bei der Demokratisierung des Landes und beim Wiederaufbauprozess, selbst unter schwierigen Umständen, sodass dann freie Wahlen und eine friedliche Machtübergabe ermöglicht wurden. Das nationale Dialogquartett hat sichergestellt, dass die Vorteile dieser Revolution allen zugute gekommen sind. Tunesien hat eine Reihe von wichtigen wirtschaftlichen und Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen. Und insofern ist das norwegische Nobelkomitee der Auffassung, dass die Verleihung dieses Friedensnobelpreises zu dem friedlichen und demokratischen Prozess in Tunesien, im Nahen Osten, Nordafrika und der übrigen Welt beitragen kann. Mehr als alles andere ist der Preis gedacht als eine Ermutigung an das tunesische Volk. Es steht vor großen Herausforderungen. Es hat aber alle Anstrengungen unternommen und hat beispielhaft agiert, als ein Beispiel wirklich für andere. Har bestemt at Nobels fredspris for 2015 skal tildeles den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog. For dens avgjørende bidrag til byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia i kjølvannet av Jasmin-revolusjonen i 2011.